Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022 oder auch Classic. Wir fahren heute mit diesem ICE 1 von Frankfurt über Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof Bahnsteig. Leitung an 571, bitte kommen. 571 hört. Zugbeeinflussung. Den 571 fährst du bis Mannheim. Den Abschnitt bis Stuttgart übernimmt ein Kollege. Unterwegs machst du einen Schlenker über den Flughafen. Dort musst du dann den Führerstand auf die andere Zugseite wechseln. Dann mal gute Fahrt. Oh, das ist eine Wanderung beim ICE 1 von der einen auf die andere Seite. Na gut, Dankeschön. Ja, ihr habt's gehört. Wir müssen in Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof heute den Führerstand wechseln und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal soweit unseren Zug bereit. Ich glaube, den haben wir schon aufgesperrt. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit abfahrbereit? Sind die AFB noch auf 40 setzen? Das war zu viel. Mit C kann man das übrigens wieder verringern. Und mit Y schaltet man die AFB auf. So. Da warten wir mal ab auf den Ab auf den auf die Abfahrt, würde ich sagen. Das ist also unser Zug. ICE 1. Und viel ist hier noch nicht los an diesem Morgen. Wie ihr seht, ein Fernzügen steht hier noch ein ICE 3, der gerade reinkam. Und dort drüben stehen dann noch ein paar Nahverkehrszüge. Zwei, um genau zu sein. Jeweils geschoben von der, oder werden geschoben von der Baureihe 143. So, wir haben gleich Ausfahrt. Ihr seht, es ist ganz schön eine Menge los an Fahrgästen. Also, alter Schwede. Also, scheint ordentlich was los zu sein hier an diesem Morgen. So, warten wir einfach mal. Da seht ihr es. Bad Oldesloe. So, wir haben Ausfahrt 9:05 Uhr. Also in wenigen Sekunden. Genau jetzt. So, wir steigen wieder ein. Machen. Den Lüfterschalter auf ein. Warten, bis der hochfährt. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Und dann geht's los. So, können wir uns auch befreien. Dann können wir uns das so ein bisschen hier von draußen ansehen. Wie wir den Frankfurter Hauptbahnhof verlassen. Relativ pünktlich. Einer der Regionalexpress fährt auch ab. Ziemlich zeitgleich mit uns. So, und wir dürfen jetzt gleich auf 60 beschleunigen. Und fahren dann gleich oberhalb der Strecke weiter, wie ihr gleich sehen werdet. So, 60.
Dürfte stimmen. Ja. Siefer? Ach, ey, wenn man TSW drin hat, dann ist das echt schwer, sich umzugewinnen. So, hier ist das anders. So. Kennt ihr das auch, wenn ihr die ganze Zeit TSW gespielt habt, dass ihr, wenn ihr dann TS spielt, euch mit der Gas und, Gas sag ich schon, mit Leistungsschalter und Bremse vertut? Also wenn ihr über den Controller spielt. Also mir passiert das ständig. Siefer. Wahnsinn. Siefer meckert auch schon. So, wie gesagt, in Frankfurt Fernbahnhof müssen wir den Führerstand wechseln, bevor wir dann weiter nach Mannheim fahren. Wunderschön. Wunderschön. Schlängeln wir uns durch. Ich habe das Szenario gerade schon mal etwas angespielt bis zum Fernbahnhof. Also bis dahin lief es wunderbar, hat alles super funktioniert. Hoffen wir, dass es dann auch bis Mannheim so bleibt. Wir dürfen dann jetzt auch gleich 90. Und gleich kommt noch ein Stück, kurz vorm Fernbahnhof kommt ein Stück, wo man echt Streckenkenntnis braucht, weil, ja, ihr werdet gleich sehen, warum. Wenn ihr mir sagen könnt, was für eine Geschwindigkeit man da fahren muss, Respekt. Also wie gesagt, da muss man echt Streckenkenntnis haben. So, 90. Wunderbar, stimmt. So, da ist das angesprochene Stück. Also die Zahlen nach der 100, lest ihr mir die mal bitte vor, beziehungsweise schreibt die mal bitte in die Kommentare. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Weil ich kann da nichts erkennen. Also wie gesagt, da braucht man echt Streckenkenntnis, um zu erahnen, was man da fahren darf. Ich weiß es und werde es dementsprechend einstellen. 50 ist da erlaubt nur. Und da wird man auch PZB überwacht. Also man sollte tunlichst auch die 50 fahren. Das ist wirklich keine Empfehlung. Es ist wirklich Tatsache. Ihr werdet es gleich sehen. Hier zuerst mal quittieren und da steht ganz kleine 50. So, schon am Bewechsel blinken. Und 50. Also das ist wirklich keine Empfehlung, was da steht. Und dieses Zahlengewirr, da kann man gar nicht raus erkennen, was ist da überhaupt für eine Geschwindigkeit. Und von daher, da braucht man echt Streckenkenntnis, weil man sonst da wirklich voll in die PZB-Zwangse jagt, wenn man da irgendwie zu schnell ist. Und das kann ganz böse Folgen haben. So, jetzt geht es hier nämlich über. Machen wir hier einen Gleiswechsel. Und sind weiterhin unter Beeinflussung. Jetzt nicht mehr, jetzt dürfen wir uns befreien.
Und dann dürfen wir auch gleich wieder aufschalten. So, jetzt war die 50 klar zu erkennen. Auf den letzten Metern schon ein bisschen komisch. So, jetzt dürfen wir wieder 120. Beziehungsweise gleich nur 100. Das heißt, wir werden auch nur auf 100 aufschalten. Aber ich kann euch sagen, dass wir gleich LZB aufgenommen werden. Von daher hat sich das dann eh erledigt mit der PZB. Zack, da sind wir in der LZB. Das heißt, wir können die AFB nach oben jagen. Zack. Zwischendurch die SIFA drücken natürlich. Und guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle in Frankfurt am Main Hauptbahnhof Zugestiegenen im ICE 571 auf der Fahrt nach Stuttgart. Hauptbahnhof über Frankfurt am Main, Flughafen, Fernbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof. Der nächste Halt des Zuges ist in wenigen Minuten Frankfurt Flughafen Fernbahnhof. Dort haben Sie Anschluss zum Fernverkehr, zum Regionalverkehr und zur S-Bahn in Richtung Wiesbaden. Der Ausstieg in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, wünschen wir noch einen schönen Tag. Nach einem kurzen Aufenthalt und Richtungswechsel fährt dieser Zug weiter nach Stuttgart Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof. Ist gefordert. Ich muss hier nämlich höllisch aufpassen. Nämlich wieder PZB beeinflusst. Und dann wären wir schon am Flughafen. Wunderschön. So einfach geht das. Oder so schnell geht das. So, wollen wir nicht zu schnell bremsen? Wollen ja, wenn dann den ganzen kompletten Bahnsteig ausnutzen. Immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Dass man nicht zu schnell anhält, aber auch nicht zu spät. Also das ist wirklich kein Spaß hier. Will ja auch vor dem Signal anhalten. Ja. So, öffne die Türen. Und machen mal so langsam, also lange den Lüfter aus, würde ich sagen. Lange muss ich hier aufhalten. Wäre eigentlich ausgemacht, oder? Jetzt. So, da wären wir also in
Frankfurt am Main Flughafen Fernbahnhof. Und das relativ pünktlich, möchte ich sagen. So, hier scheint das Bordbistro zu sein. Was wie immer geschlossen hat, oder? Ist ja gar nicht das Bistro. Nee, das Bistro müsste weiter hinten sein. Da, wo der erhöhte Wagen ist. Genau da ist das Bordbistro. Stimmt. Wo dieses erhöhte Dach ist. Daran erkennt man das eigentlich immer ziemlich gut, finde ich. Und ja, also hier seht ihr es. Ja, es sind drei Gäste anwesend. Hier stehen noch welche in der Schlange. Da sind auch noch welche, die auf ihr Essen wartet. Da steht noch jemand an. Das kenne ich. Wo wir nach Berlin gefahren sind, war ja das Sportbistro nicht sofort verfügbar, sondern erst ab Magdeburg oder wo das war, auf Wolfsburg. Und dann gingen natürlich alle hin. Und das war ziemlich, ja, hat ziemlich gedauert, bis man da mal sein Essen bekam. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Von daher. Aber hier ist es wenigstens offen. Ja? Also es gibt ja Simulatoren, wie zum Beispiel in TSW. Da ist das zu, das ganze Bordbistro. Man sieht nichts. Und hier ist das wenigstens offen. Man kann so ein bisschen reingucken hier, wie das da so aussieht. Das ist wahrscheinlich ja, Spülbecken, Kaffeemaschine. Hier ist Espressomaschine und so weiter. Und hier sind wahrscheinlich, weiß ich nicht, Waffeleisen oder sowas. Kann ich nicht genau erkennen. Hier ist die Küche an sich, würde ich fast behaupten. Ja, die ein oder andere Mikrowelle, die man natürlich braucht. Regale, Herd und so weiter und so fort. Also richtig schön dargestellt, möchte ich sagen. Nur für kurze Zeit, das sieht mir irgendwie nach Sushi aus. Kenne mich da nicht so aus mit, ist auch nicht so meins. Also jeder, der Sushi mag, kann mir ja erklären, ob das wirklich Sushi ist. Ich mag auf jeden Fall kein Sushi. Ich bin nicht so der rohe Fischesser. Ja. Aber das muss ja jeder selber wissen. Das ist Geschmackssache. So, dann haben wir gleich Ausfahrt. Ach, wir müssen ja gleich, müssen wir jetzt den Dings wechseln. Um Himmels Willen, wir müssen ja... Ah, wir müssen ja den Führerschein wechseln, um Gottes Willen. Das heißt, wir machen hier wieder alles... Dunkel. So. Machen hier wieder alles aus. Zack. 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 So. Gehen rüber. Machen hier wieder alles an. Zack. Flugbeeinflussung. Flugbeeinflussung. Machen noch schnell die Sicherheits. LZB. Tiefer. So, ich denke, wir sind abfahrbereit. Machen hier den Lüfterschalter wieder an. Machen noch schnell die AFB auf 40. Habe ich doch eingeschaltet. So, und auf geht's. Was ist denn jetzt los hier? Sollte vielleicht die Bremse lösen. Das wäre eine Idee, ne? Um Gottes Willen, stimmt, wir müssen ja den Führerschein wechseln. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber noch sind wir voll in der Zeit. Auch wenn wir jetzt ein paar Sekunden Verzögerung hatten bei der Ausfahrt. Fahren wir doch pünktlich ab. Können uns derweil befreien, das ist schon mal sehr schön. Und können dann auch weiter aufschalten auf 80. Würde ich sagen. So. Haben wir das doch noch einigermaßen erledigt. Jetzt sind wir zwar ein bisschen in Verzögerung, aber ich denke, das fahren wir wieder raus. Hoffe ich. Sind ja wie gesagt nur ein paar Sekunden. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht, an den Führerstandswechsel. Stimmt.
Mann, 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 Mann. Ich hoffe, dass wir das noch ausfahren können. Die 9 Sekunden. 9 Sekunden müssen es mindestens sein. Dann sind wir noch in der Zeit. Also wenn es 54, 59 wird, dann war alles Glück der Welt. So, jetzt können wir wieder AFB aufschalten. Jetzt sind wir nämlich LZB aufgenommen. So. Meine Damen und Herren, wir begrüßen alle in Frankfurt Flughafen Fernbahnhof zugestiegenen im ICE 571 auf der Fahrt nach Stuttgart Hauptbahnhof. Der nächste Halt dieses Zuges ist Mannheim Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, vielen Dank. Hier haben wir hoffentlich. Wir müssen jetzt ein bisschen Zeit rausfahren hier. In den nächsten 70 Kilometern. Die Siefer drücken, sonst wird alles zu spät. Also noch tut sich nichts bei der Zeit. Aber ich hoffe, das gibt sich gleich. Vielleicht dürfen wir gleich auch 200 fahren oder mehr. Dann sollten wir die Zeit eigentlich wieder rausfahren. Gute halbe Stunde haben wir. Ja, da kommen die 200. Sehr schön. Ganz schön wackelig hier. Bleibt nach wie vor bei 55,08. Wie gesagt, ich hoffe, das gibt sich gleich. Mit 200 fahren. So, ein paar Meter noch. Ich hoffe, dass wir jetzt die ganze Zeit lang 200 fahren, damit wir Zeit rausfahren. Da kommt uns ein Güterzug entgegen. Doppeltraktion, auch sehr schön. Naja, wir werden am Ende sehen, wann wir ankommen, würde ich sagen. Wenn es noch knapp im 54er Raum ist, dann soll es mir recht sein. Hauptsache, wir kommen pünktlich, damit das Szenario abgeschlossen ist. Übrigens, das ist das Szenario von 3D-Zug und nennt sich ICE 571. Nur falls ihr für den Fall, falls das hier das Szenario vielleicht sucht irgendwo. Also das gibt es schon seit längerem bei 3D-Zug. Ich glaube, wo der ICE 1 rauskam, danach kam das so ziemlich. Und wie gesagt, dort war das dann zu finden. Nennt sich ICE 571. So, jetzt werden wir wieder eingebremst. 160. Und dann wieder 200. So, das klappt. LCP funktioniert.
Nochmal ein Güterzug. Ey, was ist denn? Ich glaube, ich träume. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. Die Schranken waren runter. Nur mal so, nebenbei. Also, boah. Sorry, Leute. Red macht durstig. Aber der war ja wohl gerade total selbstmordgefährdet, oder? Das gibt's doch gar nicht. Wir sind dabei, auf 200 zu beschleunigen und der fährt da noch drüber. Ich glaube, ich träume. Ey. Das gibt's doch gar nicht. Also manche lernen es nie, auch wenn das hier nur Computer ist, aber trotzdem. Es gibt ja leider auch in der Realität immer wieder Leute, die irgendwie meinen, sich gegen einen Zug oder mit einem Zug anzulegen, ging glimpflich aus. Sie werden jedes Mal eines Besseren belehrt. Oft endet das ja tödlich. Ich habe erst letztens wieder einen Beitrag gesehen bei YouTube bei dem Kanal VN24. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Dort war ein Autofahrer leider auch nicht besonders clever. Ist durch eine Halbschranke gefahren und hat sich mit einem Talent angelegt. Der war leider stärker und der Autofahrer tot. Es sind halt Dinge, weiß ich nicht. Geschlossene Schranken sind nicht umsonst geschlossen. Das hat schon seinen Sinn. Und wenn man meinte, noch irgendwie durchfahren zu müssen, weil man keine Zeit hat, dann tut es mir leid, aber. Da muss man auch mit den Konsequenzen, die es dann gibt, oder den Folgen, leben. Ist meine Meinung, so tragisch das auch ist, wenn da jemand zu Tode kommt. Absolut. Aber man weiß einfach, was passiert, wenn man sich mit einem Zug anlegt. Man verliert. Es ist einfach so. Und es ist ja nicht nur das, was man den Lokführern antut und den anderen Fahrgästen, das ist ja noch eine ganz andere Sache. Also ich weiß nicht, was das immer alles soll. Man kann nicht mal 5 Minuten oder 10 Minuten oder so auf den Zug warten. Das kann es doch gar nicht sein. So viel Zeit sollte man schon haben. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, aber wieder zurück zu den erfreulicheren Sachen des Lebens. Zum Beispiel zu diesem Zugsimulator hier. Wir haben mittlerweile noch 50 Kilometer bis Mannheim. Und an der Zeit hat sich immer noch nichts gedreht. Ich hoffe, das kommt noch. Ansonsten habe ich das Szenario leider nicht geschafft. Außer die sind sehr kulant und geben mir die 9-10 Sekunden, die ich drüber bin. Schöne Perspektive. Wunderschön. Wunderschön. So, und ich tippe mal, zum Ende hin wird es dann wieder sehr stressig. Wenn dann LZB zu Ende geht, PZB wieder anfängt, quittieren und. Aber das wäre mich. Horn tut auch. Bin ich jetzt versehentlich drauf gekommen beim Sieferdrücken. Funktioniert auf jeden Fall alles. Das sollte man vielleicht auch mal zwischendurch testen. Auf freier Strecke. Ist nicht ganz unwichtig, wenn man an einem unbeschrankten Bahnübergang sich nähert, dann ist das ganz wichtig, dass das funktioniert. Also von den Menschen her scheint hier wirklich sehr, sehr viel los zu sein. Also Wahnsinn. Jeder Bahnsteig ist voll. Ist ja fast wie zu 9-Euro-Ticket-Zeiten. So, gut.
53 Minuten haben wir noch, um in Mannheim einzufahren. 22 sogar nur noch. Liefer drücken. Kilometer. Das geht natürlich bei einer Geschwindigkeit von 200 relativ schnell, dass die Kilometer hier runterrasseln. Halbe Stunde haben wir, auf der Uhr. Bin relativ zufrieden. Also, so, da bin ich wieder. War gerade einen kurzen Moment abgelenkt. Also in der Zeit hat sich immer noch nichts gedreht. Wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich um Sekunden handeln. Oder um die wir da entweder pünktlich einfahren oder wirklich zu spät. Waren das wirklich die entscheidenden Sekunden, die ich in Frankfurt verloren habe, am Flughafen, weil ich zu spät den Führerstand gewechselt habe? Wir werden sehen. Jetzt noch schwer abzuschätzen, ob wir pünktlich kommen oder nicht. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, den Zwang zu kassieren, weil dann kommen wir auf jeden Fall zu spät. So viel ist sicher. Also, es muss jetzt alles 100.000%ig laufen. So, jetzt haben wir eine Beschränkung von 90 laut LZB. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wann die greift. Bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Ja, unser Zug macht auch noch keine Anstalten zu bremsen, also wird das wahrscheinlich noch eine Zeit lang dauern. Bis sie auf 90 runter müssen. So, 29. Das Wetter zeigt sich auch von der allerbesten Seite. So, jetzt werden wir auf 0 gebremst anscheinend. Also zumindest laut LZB. Ihr seht's. Ja, jetzt werden wir gebremst. Scheint entweder, ja, scheint ein rotes Signal irgendwo zu sein. Wenn wir wirklich jetzt auf 0 runtergebremst werden. Schauen wir mal, was passiert. Sie fahren auf jeden Fall. Ah ja, die angesprochenen oder angekündigten 90. Bin echt gespannt, worauf wir jetzt gebremst werden. Ob wir wirklich stehen bleiben?
Kommt auf jeden Fall ein gelbes Vorsignal. Bin echt gespannt, was jetzt passiert, aber... Ach, jetzt sind wir plötzlich wieder mit der Zeit vollkommen im Soll. Seht ihr es? 52. Also sind wir doch noch pünktlich und nicht zu spät. Der Wahnsinn. Aber wir haben ein rotes Signal. Tatsache. Sonst ist es auf grün gesprungen. Wir beschleunigen wieder. Das ist hier meine Trinkflasche, weil ich habe einen ziemlichen Durst, wenn ich so viel rede. Also wundert euch nicht, das ist nicht irgendwie, liegt nicht an euren Kopfhörern oder so. Das ist wirklich meine Trinkflasche. So, sind wir wieder pünktlich. Und das soll bitte auch so bleiben. Dürfen auch gleich wieder voll beschleunigen auf 200. Und dann haben wir noch 20 Kilometer. Wieder rotes Signal vor uns. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt werden wir natürlich total eingebremst hier. Muss wieder irgendwas vor uns sein, was uns auffällt. Irgendein Regionalzug, Güterzug, whatever. Was uns hier ziemlich... Auf null bremst, hätte ich fast gesagt. Aber ist ja auch wirklich so. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt wirklich komplett stehen bleiben, weil da vorne ist das rote Signal. Das scheint nicht Lust zu haben, auf grün zu springen im Moment. Das heißt, wir werden hier erstmal stranden. In Boberstadt. Viele Güterzüge hier unterwegs. So, da stehen wir. Da stehen wir. So, wir werden ja automatisch wieder losfahren. Das ist das Schöne. Jetzt können wir nur warten, bis das hier grün wird. Es ist grün. Und wir sollten wie von Geisterhand selber losfahren. Wunderschön. Ich liebe die LZB. Drücken derweil nochmal die SIFA. Besser ist. Weil ich weiß nicht, ob man das hier in dem TS draußen hört, wenn die SIFA aufleuchtet oder ertönt. Deswegen bin ich dann lieber ein bisschen vorsichtiger. PZB brauchen wir nicht, wir haben LZB. Das heißt, wir brauchen nicht quittieren. Wir können uns das hier mal so ein bisschen anschauen. Drücken nochmal die SIFA. Wunderschön. Wunderschön. So.
Die letzten 20. Also schon wieder. Nee, was ist da? Das ist schon wieder gelb. Nee, jetzt nicht mehr. Oder? Doch. Also das glaube ich, da wird noch ein langer, langer Weg bis Mannheim, wenn es so weitergeht. Jetzt ist wieder grün. Aber in der LZB steht schon wieder null drin. Na, abwarten, was passiert. Na, ich wusste es. Wären wir schon wieder eingebremst. Aber noch ist grün, da ist schon wieder ein gelbes Vorsignal. Und wir werden wieder gebremst. Es ist zum Mäusekotzen. Es wären noch lange, lange Kilometer bis Mannheim. Wenn das so weitergeht, irgendetwas bremst uns hier total aus. Es ist wieder grün geworden anscheinend. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ein Hin und Her. Kommt schon wieder ein Fernzug. CE3 Doppeltraktion und der schön. So 80. Oder 0. Das ist jetzt die Frage. Ich tippe mal eher wieder auf 0. Die 80 sind auch auf einmal verschwunden. Komisch, was ist hier nur los? Wie von Geisterhand sind die 80 verschwunden, die da gerade noch aufgeleuchtet haben. Also von der Ankunft her sind wir jetzt total pünktlich, würde ich sagen. Überpünktlich. 9.51 Uhr, 56. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Aber noch sind wir nicht da, es sind noch 15 lange Kilometer. Vielleicht war uns auch der Quietschi im Weg. Ist alles möglich? Dass wir den jetzt überholt haben und deswegen jetzt keine Störung mehr haben. Es kann natürlich sein, dass hier auf unserem Fahrweg rumgeeiert ist. Dass wir deswegen etwas angebremst wurden. Logischerweise, weil jetzt scheint es zu funktionieren hier. Jetzt machen wir wieder ordentlich Strecke. Natürlich. Und dann gleich 160. Und dann sind es auch nur noch 10 Kilometer. Die Sifa drücken. Wie gesagt, spannend wird das, wenn wir in Mannheim ankommen. Wenn die LZB zu Ende geht, dann wird es spannend. Ich glaube nicht, dass wir in so einem großen Bahnhof mit LZB reinfahren. Kann ich mir nicht vorstellen.
denke, dass wir da vorher schon auf 45 bzw. 40 runtergebremst werden. Und das funktioniert dann nur noch mit PTB. Und gleich 120. Fahrzeugleitung an 571 bitte kommen. Ja, 571 hört. Ich wollte mal Bescheid geben, dass die Ablöse in Mannheim bereits auf dich wartet. Du wirst dann anderweitig benötigt. Okay, was steht denn an? Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich melde mich später über Handy. Gut, ich bin dann auf Abruf. Okay, dann bis später. Ja. Wir sind dann auf Abruf. Wissen noch nicht, was wir als nächstes zu tun haben. Auf jeden Fall werden wir uns erstmal einen Kaffee gönnen, wenn wir hier fertig sind und in Mannheim sind. Mit einem Brötchen, Mettbrötchen meiner Meinung nach. Bevorzuge ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber Mettbrötchen mag ich sehr gerne. Mit Zwiebeln und. Ich denke, das werde ich mir dann gleich im Mannheim beim Bäcker holen. So, ist gleich LZB zu Ende, würde ich sagen. So, jetzt geht's nämlich los hier. Schon mal auf 100 runter. So. Dann gleich schon 60. Jetzt geht das nämlich los hier. Wusste es, dass das jetzt echt stressig wird. Jetzt genau Signal gucken, dass wir ja nirgendwo zu schnell sind. So, können jetzt auch schon auf 60 runter. Ist ja zu früh als zu spät. Zeit. Aber ich glaube, ich meine, ich kenne die Strecke, das 50 plus. 50. Immer mal lieber auf 50 runter. Ist mir sicherer. Das ist mir sicherer. Ich meine, dass hier gleich nur noch 50 ist. Das ist nämlich wieder so ein Zahlengewirr. Ein bisschen auf der Bremse sein hier. Nicht zu schnell sind. So. Dann lasst uns mal ein bisschen von der Schwerkraft treiben hier. Warten erstmal ab, was das Zahlengewirr da ergibt. Das müssen wir mal ein bisschen aufschalten, sonst fahren wir gar nicht mehr. 50, ich wusste es. Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Dort besteht Anschluss zum Fernverkehr, zum Regionalverkehr und zur S-Bahn Rhein-Neckar. Der Ausstieg in Mannheim befindet sich in Fahrtrichtung links. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Nächster Halt Mannheim Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus bisher. Wir können uns schon wieder befreien, das heißt, jetzt sind wir aus der Beeinflussung raus, können uns hier schön sanft jetzt in den Bahnhof einrollen lassen. Und dann haben wir es geschafft. Und vorher nochmal an die SIFA drücken, nicht dass wir dann wegen 20 schon hier vorne stehen bleiben. Wir können dabei schon mal die Leistung komplett wegnehmen. Und dann schon mal ein bisschen beginnen zu bremsen hier. Und haben jetzt eine Zwangse kassiert. Warum auch immer. Aber das dürfte ja trotzdem passen. Einigermaßen. So, fahren wir nochmal los ein Stück. Ein bisschen können wir ja noch. Wir müssen jetzt einigermaßen im Bahnsteig stehen. Ja, fahr doch. Nee, komm. Ich glaube, das hat keinen Wert mehr. Oder? Na doch, jetzt. Wir müssen jetzt noch ein paar Meter fahren. Aber auch ganz im Bahnsteig stehen. Ein bisschen Zeit. So, sieht das schon viel besser aus. So, damit hätten wir das Szenario dann auch beendet, würde ich sagen. Machen wir wieder den Lüfter aus. So, wir sind hier nämlich im Bahnhof, da ist das nicht so schön für die Fahrgäste. So, dann würde ich sagen, haben wir es doch trotzdem pünktlich geschafft, wie ihr seht. Pünktlich in Mannheim zu sein, trotz der Zwangsi am Bahnsteig. Warum auch immer. Ich habe wahrscheinlich wieder mal das 500-Hertz-Magnet, den 500-Hertz-Magneten nicht quittiert und habe deswegen eine Zwangsi kassiert. Sei es drum. Ich denke, damit kann man noch leben. Wir haben es trotzdem pünktlich geschafft. Das ist die Hauptsache. Haben es während der Fahrt ohne Zwangsi geschafft. Und darauf bin ich ehrlich gesagt ziemlich stolz. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Und da steht oben stets gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Das ist die Hauptsache. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, bis im nächsten Video. Euer Dedenis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bis dahin. Bye. Bye.